Willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist der zweite Tag in Saharan. Wir fahren jetzt nach Plopsa Indoor, Kuvon, Kuvern, Ko hast du mich gesehen? Auf jeden Fall hier in der Nähe. Zum Countpark. Zum Countpark, wo man richtig viele Achterbahnen counten kann. Nein, Spaß, wir counten sowieso nicht, also uns ist das egal. Da gibt es, also es ist wirklich minim. Aber wir zeigen es euch einfach mal. Mal gucken, wie lange wir bleiben. Danach fahren wir nach Saharan, weil es wird bestimmt nicht so lange sein. Doch. Oh, ja. So, wir sind jetzt in Plopsa Indoor, Kuvon, Kuvern, Ko XYZ. Ja, sind wir jetzt angekommen. Wir freuen uns schon alle auf den Thrill Rides hier. Auf die 500. Version, die es hier gibt. Es sind auch gar keine Kinder. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die keine Kinder dabei haben. Oh, nee, wir haben Moritz dabei. Ja, dann. Ja, mal gespannt, wie es wird. Sieht von außen schon aus wie so ein, wie heißt das, auf wie so ein... Lagerhalle. Lagerhalle, genau. Ja, so eine Lagerhalle, genau. Betonpark, ne? Sieht naja. Aus wie das Toverland. Hammer. So, wir, ja, ich filme dann, wie wir wieder drin sind. Wir haben ja die Jahreskarte übrigens und müssen nichts zahlen. Die haben die 40%. Der Carsten hat eine Eintrittskarte genau. Mit der Jahreskarte kommt von Haaseland. 20% und, nee, 40%. 40%. 40%. Ja, genau. Ja. 12 Euro jetzt bezahlt, ne? 8 Euro gespart. Läuft. Ich hoffe, dass man mich jetzt versteht. Wir sind jetzt, ja, hier drin. Es ist, also, es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und, genau. Und es ist groß, es ist schön bunt, es ist Reizüberflutung, aber ich glaube, jetzt fahren wir erstmal die Achterbahn. Ja, und wie so diese Glocke da, ja, hier, die am Schwingen ist, und das die Achterbahn. Und da gehen wir jetzt hin auf Vicky. Eine schöne Kinderachterbahn. Ja, und ja, jetzt wollen wir diese Glocke da hier fahren. Die ist auch im Hansapark, gibt nur einen kleinen, keine Ahnung. Wie heißt das? Anubis XYZ. Das ist der Ausgang. Achso. Ja, das wollen wir jetzt noch machen. Eigentlich, was wir für uns so machen. Gott, so viel gibt es für Erwachsene nicht. Das ist eher ein Park für Kinder.
Ja, TKSF 100%, ich glaube, wir sind 100%ig zu, dass du nur mit dem Kind raus. Bestimmt. Bestimmt, dass du bei TKL nun, also TKL-ähnliche Ding, nur mit Kindern drauf. Schauen wir uns eins. Wir nehmen einfach uns ein Kind mit. Leihen wir uns einfach mal aus. Was machen die? Ja, die haben Uwe. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Und ihr so? Und ihr so? Die sind der Hammer. Ja, hoch. Moritz hat schon aufgegeben. Nein, normalerweise muss man da rennen. Du musst da rennen, ja stimmt. Rennen, Moritz, rennen. Jetzt geht der kranke Scheiße. Den schenke ich dir. Dankeschön, cool. Woo. Rennen. Mich da hinzulegen. Oh, jetzt rennen. Du hättest schon vorher Anlauf nehmen müssen. Wir haben jetzt unsere beiden Kinder hier abgegeben. Die gehen jetzt eine Runde krabbeln im Spieleparadies auf dem Baum. Der sieht echt schön thematisiert aus. Wir brauchen aber noch ein paar Aufnahmen von der Glocke, da waren wir ja gerade drauf. Genau, die wollen wir uns jetzt. Und wie war der Kletterwald? Wir werden jetzt auch gleich den Park verlassen. Also das Coolste ist halt echt die Glocke, die sind wir gerade nochmal gefahren. Die Achterbahn ist auch ganz nett. Was fandest du am schönsten? Die Glocke da. Die Glocke. Das Ding. Und Vivi, was fandest du am besten? Die Glocke. Die Glocke. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen im Shop rum und fahren dann nach. Was? Schokomelwagen. Es gibt einen Schokomelwagen. Ach, wir sind gerade im Plopsack. Oh, in Sahan angekommen. Plopsahan. Wir wollten jetzt auf jeden Fall erstmal was essen, oder? Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Hunger, Hunger, ja, Hunger. Auf jeden Fall voller als gestern. Definitiv. Wir wollten jetzt entweder zum All You Can Eat Buffet. All You Can Eat. Es gibt da ist auch noch ein All You Can Eat. Aber ich glaube, es ist das gleiche bestimmt. Oder zu Randy's oder Rosie's Pizza und Pasta oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Mal gucken. Wir werden berichten. Wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, das Gratisessen zu nehmen. Das ist eine Cola, also ein Getränk, Pommes und eine Frikandel. Oder. Eine Cola Light Pommes und so ein Käseding. Kostet normalerweise 6,35 Euro, aber 0 Euro. Und das ist in dieser Jahreskarte gratis. Außer Meier, kostet 14 Euro. Morgen werden wir dann, nee, heute Abend werden wir dann wahrscheinlich ein Olympiagiefuß empfehlen. Wie war das Snackmenü, Vivi? Das war voll lecker. Ich liebe ja dieses Käsegedöns da. Hier dieses frittierte Käse hast du zu sehen. Das ist saugeil. Frittenmann, ja, war halt. Okay, jetzt sind bessere Fritten, aber nee, für so ein Snackmenü ist es super. Ich bin satt geworden heute Abend, all you can eat, also nicht so voll fressen. Ne? Mit an geht's richtig los nach dem Miracle of Light, wie das heißt. Wenn das hoffentlich ist. Auf jeden Fall ist es voller im Park als gestern, aber es ist schönes Wetter, also schön näher, es ist windstill, es hat ab und zu mal geregnet, aber nicht so extrem wie gestern und entspannt. Wir sind gerade gefahren. So, wir sind gerade in Mindtrain gefahren. Das war der 70. Count von Moritz. Erzählt die nämlich. Hammer. Ja, und jetzt sitzen wir auf der, wie heißt das Ding, auf dem Lift hier und fahren ein bisschen auf die andere Seite. Genau. Der Hammer. Schöner Ausblick. Es hat gerade angefangen zu regnen.
ist mit dem Kondor. Und zwar ist der ja im Phantasialand damals abgerissen worden und hier wieder aufgebaut. Damit ihr alle Bescheid wisst, ne? Das ist eine glatte Lüge. Ich sollte jetzt sagen, das ist Ironie, weil viele das vielleicht auch ernst nehmen, ne? Das ist halt übrigens ja, ein Scherz. Du hast es ja auch nicht gut genug betont. Ich hab das auch extra nicht so gemacht, weil dann kommen wieder, das ist voll der Scheiß, was du da erzählst. Das wird schon das. Aber es wäre... Du hast dich auf dem Kondor, Carsten. Super. Aber der hat voll die gute Beleuchtung. Ja, das war ja von dem Schatten vorher. Ja. So, wir chillen hier gerade vor dem Feuer. Das ist echt schön warm. Es ist ja Nieselregen. Kevin hat sich einen Kaffee geholt. Wir sind alle so ein bisschen müde irgendwie. Wir waren gestern voll lange wach, haben nicht so lange geschlafen, sind alle ein bisschen durch. Gleich kam dieses Miracle of Light oder wie das heißt, fängt glaube ich hoffentlich gleich an, wenn es bei dem Wetter überhaupt startet. Man weiß es ja nicht so genau. Gestern hat es auch nicht gestartet. Weil gestern auch nicht, genau. Und dann wollten wir All You Can Eat noch essen, obwohl ich gar nicht so viel Hunger habe, aber naja, egal. Hab irgendwie auch nicht so viel. Naja, ist egal. Machen wir trotzdem. Meine Jacke da. Und ja. Ja, weil es so kalt und die Jacke ist kalt und dann wird es warm. Okay. Ja. Pessimistisch. Ja, bin ich nur mit Pessimisten unterwegs? Ich mach den Auffangbecher. Ich werde die Hunde hören. Ich hab gesagt, glaub doch dran. Glaub da dran. Und dann wo sind wir denn gerade? In der Monorail. Monorail. Das war eine schöne Fahrt hier. War lang, gemütlich. Und jetzt weiß ich ja nicht, später darf ich das wieder vergessen. Ja, das war jetzt zum ersten Mal, dass wir Monorail gefahren sind. Das letzte Mal haben wir es nicht gemacht, weil wir zu voll waren, wir haben sie verpasst. Ja, auf jeden Fall ganz nett. Okay. Der Carsten zockt hier ein bisschen. Carsten, wie schnell hast du jetzt 2 Euro verloren? In Minuten. Wie viel Spaß hattest du dabei? Ich hatte gar keinen Spaß. Was kostet die Jahreskarte hier? 38 Euro. Jetzt kostet sie für dich 40 Euro 25. Scheiße. Ja.
ich fand die eigentlich super. Die Bibi findet die nicht so dolle. Und jetzt sitzen wir hier gerade im Buffet-Restaurant. Voll geil. Und haben uns Essen geholt. Essen. Man kann so viel trinken, wie man will, außer alkoholische Getränke. Genau, man kann so viel trinken und essen, wie man will, für 25 Euro. Mit der Jahreskarte kriegt man nochmal 5 Euro Rabatt. Also lohnt sich echt, voll geil. Ja. Und der Moritz ist Eistee für 25 Euro. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Runde angekommen. Und einen kleinen Salat, Saté-Spieße und Saté-Soße. Bei dir auch? Fällt mir eigentlich ein bisschen übertrieben, Soße. Und lecker, oder? Ja, echt. Also auch das Fleisch gerade, die Steaks waren echt super lecker. Der Carsten hat sich hier noch eine Kürbissuppe geholt. Ja, auch. Auch. Sieht gut aus auf jeden Fall. Hammer. Pizza haben die auch da. Pizza? Margarita und aber ich weiß nicht, wie man da drankommt. Die haben sogar Burger. Du gehst einfach hin und zu diesem Koch da oder was du und sagst, ich hätte gerne ein Stück Margarita. Ah, okay. Wird auch was für dich. Schau mal, hinter dir. Der Hammer, die Rosie. So, Dessertrunde. Das ist mein Dessert. Was hast du denn da? Törtchen? Keine Törtchen, das sind nur Birnen. Ich habe mir einen Espresso geholt. Und ein Eisbecher. Und der Carsten hat Schaum. Schaum oder was Schaum. Ist das? Mousse. Genau. Mousse. Ja. Carsten, bist du etwa unwohl? Neuer Friseur. Und wie ist es so von Rosie geküsst zu werden? Hammer, ne? Ja, auf dem Kopf. Wir haben fertig gegessen und hat, glaube ich, allen gut geschmeckt. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Wie heißt das Restaurant nochmal? Ich weiß es nicht so. Big Jack oder so. Warte. Big Jack? Ah ja, irgendwas mit... Genau, wir haben so Bändchen bekommen. Und da steht das drauf. Das heißt Big Jake. Genau, ist auf jeden Fall super zu empfehlen, weil auch alle Getränke inklusive sind. Außer jetzt alkoholische Getränke, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Und ja, für 20 Euro kann man da echt nichts sagen. Das Fleisch ist, also es gibt da zwar ein paar Ausnahmen, manche Sachen sind nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen hast du da echt gutes Fleisch und auch so Filetstücke und so. Wir werden jetzt in die Ferienwohnung gehen. Genau. Und dann schauen wir mal, aber vielleicht beenden wir den Vlog dann auch gleich schon. Das war's von diesem Tag. Wir liegen jetzt schon im Bett. Haben unten noch ein paar Videos gesehen. Genau, von Markus. Auch von Markus auch. Das Silvestervideo endlich mal geguckt. Wir sehen uns morgen. Also, wir werden morgen wieder vloggen. Genau, also das richtig. Heißt, ihr seht das dann ein paar Tage später. Aber wir werden morgen wieder vloggen. Was ist morgen? Hier ist wieder Slachan am Start, eigentlich den ganzen Tag. Ja, mal schauen. Vielleicht fahren wir auch mal wieder Goldrush. Sind wir heute ja nicht gefahren und so. Ach, was für ein Drama, dass wir Goldrush nicht gefahren sind. Gut, macht's gut, und schlaf gut. Die viel wichtige Frage ist, was wir essen morgen. Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt eigentlich die ganzen guten Restaurants durch. Pizza Pasta ist uns eigentlich ein bisschen zu teuer und Nina und Dennis meinten auch, das wäre nicht so geil. Mal ja, schauen. Oder wir holen uns eine Familienpizza. Das ja, geht oder ja eigentlich eine Familienpizza. Auch. Teilen wir uns einfach. Also, bis dann. Bis dann, schlaf gut. Tschüss.